Er hat wirklich besonders schnelle Finger und deshalb ist er heute Abend auch schon zum zweiten Mal Gast bei Franz Posch in der Fernsehsendung Mein Liebste Weiß. Jakob Steiner, Tiroler Brasilianer aus dem Dorf 13 Linden. Auf seiner Zirchorgel hat er einen Stil entwickelt, der so manchen zum Staunen bringt. Bei der letzten Liebsten Weiß hat er beim Publikum für Furore gesorgt und heute Abend in Mils bei Imst will Jakob Steiner wieder so richtig zirchorgeln. Mit ungewohnten Klängen und einer extrem schnellen Fingertechnik brilliert der Brasilianer Jakob Steiner bei der letzten Liebsten Weiß im Bregenzer Wald. Bei den Proben zur heutigen Sendung gibt es ein Da Capo. Jakob! Dass der sympathische Musiker nochmals auftreten kann, verdankt er den Zusehern. Also bei mir ist Telefon heiß gelaufen und manche haben sogar nachgefragt, ob es nicht einen Film gibt in Wien. Akkordeonspieler vor allem, die taten das gerne wahrscheinlich abluchsen, abschauen, wie er da tut. Jetzt müssen sie halt das mal den Videorekorder einschalten und dann auf halber Geschwindigkeit laufen lassen, da kommen sie vielleicht dahinter. Es geht ja so. Ich habe 9 Jahre gehabt, dann habe ich angefangen zu spielen und immer geübt und geübt, einen Professor angeschaut, einen anderen. Und dann habe ich einen eigenen Stil halt zusammengebaut, der mit den Tasten so schnell. Und das gefällt den Leuten so schön. Ja. Jakob Steiner stammt aus 13 Linden in Brasilien. Dorthin sind seine Tiroler Vorfahren im letzten Jahrhundert ausgewandert. Die Klänge der alten Heimat werden in 13 Linden nach wie vor hochgehalten. Auch Steiner hat von Kindesbeinen an für die Musik gelebt. Nach Österreich ist er gekommen, um seinen Bruder zu besuchen, der vor 10 Jahren von Brasilien nach Vorarlberg gezogen ist. Das hat einmal geregnet. Das Akkordeon darf nicht nass werden. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich schmeiß einen Bandschuh auf. Iwa. Nachher spielt man dabei. Ich finde das ja so interessant. Und ich sage immer, Dankeschön für die österreichische Leute. Das gefällt mir. Dankeschön. Und falls Sie Jakob Steiner ganz genau auf die Finger schauen wollen, dann können Sie das heute Abend bei der Liebsten Weiß um 20.15 Uhr in ORF 2. Und jetzt kommt als nächstes eine ganz große Überraschung. Ein Sonderbeitrag möchte ich mal sagen. Gestern auf Nacht, durch Zufall, haben wir einen Akkordeonspieler aus Brasilien kennengelernt. Der ist gerade auf Besuch da, besucht seinen Bruder, der lebt da 200 Meter weiter vom Gasthof Uralp. Und dieser Akkordeonspieler, der hat so einen eigenwilligen Stil und den möchten wir gerne einbauen. Jetzt werden sich wahrscheinlich alle fragen, wie werde ich mich mit dem unterhalten? Portugiesisch oder wie auch immer, oder Englisch. Lassen wir uns überraschen. Irgendwie werden wir schon zusammenkommen. Da ist er, unser Akkordeonspieler aus Brasilien. Ja, grüß dich. Sag einmal, wie du hörst und wo du herkommst. Jakob Karl Steiner und ich komme aus 13 Linden. Das ist in Brasilien, ja. Ein Stückel aus Tirol, ne? Und sagt man heute ein österreichisches Land auch, ne? In Brasilien. Deine Vorfahren sind ausgewandert? Mein Großvater war aus Zillertal, ne? Aus Meierhof. Und der andere Großvater war da. Dicht in Bregenzer Wald da, ja. Also, und das jetzt daheim alle nur Deutsch? Ja, reden wir alles Deutsch, wenn man kann, ne? Ja. Ja. Und interessant, die Musik dort, die hat sehr viel von der alten Welt noch, nur natürlich ein bisschen anders aufbereitet. Mhm. Was spielst du uns? Ja, ich werde so eine Rangiera spielen
Und das ist auch so eine Musik, das ist auch so eine Endlichkeit, so wie ein, wie sagt man da, ein Landler. Ein Landler. Ja, so eine Endlichkeit, so ist es. Ja. Sind wir schon ganz gespannt auf den Jakob Steiner. Steiner Jockel. Aus 13 Linden in Brasilien. Ein Solo auf dem Akkordeon. Gerne ein bisschen vor, damit wir auch alles hören. Vom Gleichen. Ah, vom Gleichen? Ja, so, ja, ja, was anderes. Ganz, ganz kurz. Jakob, wir machen eine Meldung an die AKM. Wie immer bei der Liebsten Weiß, jedes Stückel muss gemeldet werden. Wie heißt es? Das heißt von 13 Linden bis Vorarlberg. Wow. Kann sein. Kann sein. Danke, Jakob. Danke, bravo. So, liebe Gäste, jetzt gibt es eine Überraschung. Wenn Sie die letzte Sendung gesehen haben, dann werden Sie sich vielleicht erinnern an den brasilianischen Akkordeonspieler Jakob Steiner. Aus 13 Linden stammt er. Er ist gerade zufällig auf Besuch bei seinem Bruder in Au im Bregenzer Wald. Und die letzte Sendung war in Au. Darum haben wir ihn gerade erwischt und er hat eingeschlagen wie eine Bombe. Wir haben so viele Reaktionen gekriegt. Wir haben angerufen, er ist alle noch da und wir haben ihn eingeladen. Und deswegen kommt er jetzt nur einmal und spielt der Stickel. Jakob, komm her zu uns. Der Jakob Steiner, Stormajoki. In den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts sind ja viele Tiroler und auch Vorarlberger ausgewandert
nach Brasilien und haben da eine neue Siedlung gegründet, nämlich 13 Linden. Haben deine Vorfahren, deine Großeltern davon einmal erzählt oder hast du in deiner Jugend was in Erinnerung noch? Ich bin aufgewachsen mit den Geschichten, ja, was sie umgegangen sind mit dem Schiff. Und da hat es einmal jetzt gerade kein Flugzeug gegeben. Und sie sind mit dem Schiff umgefahren. Und Corvette, ne? Ja. Ja, schöne Geschichte, aber auch schlimme Geschichte. Viel Arbeit. Ja. Aber heute geht es ein bisschen besser. Ja, heute geht's gut. Heute kann man nur lachen. Ist gut. Kann man nur lachen. Nein, wirklich. Also. Ja. Erst seit 15, 20 Jahren, glaube ich, gibt es ein bisschen einen Fremdenverkehr und es gibt Tirolerabende und so weiter und so fort. Und es gibt das Phänomen, dass man bei euch nach wie vor redet wie bei uns vor 50 Jahren. Gell? Man hört es ja am Jaukel. Und Stickeln gibt es auch, die ähnlich sein wie bei uns, nur halt ein bisschen anders aufbereitet. Lass einen aus, ja. Was kommt denn? Jetzt wäre so ein Schottespiel, das ist also eigentlich ein Diaborischer. Ja. Das heißt, die Soledad de Porto Alegre ist von der Stadt bis auf die Hauptstadt. Alles klar. Ja. Gern. Jetzt wollte ich heute, Franz, dass du mir zwei jetzt was mitspielen. Ja, geht das? Ich muss halt was Leichtes spielen. Ja. Für alles, was du mir eingeladen hast zum Spielen. Und ich vielmals Dankeschön für dich, für eure RF-Partie. Ganz gute Freunde.
für mich, das ist, werde nie vergessen. Und ich habe etwas für dich gemacht. Habe ja ein Bild gemalt für dich. Ja. Ja. Nein, das gibt's ja nicht. Ich hab gewusst, dass er malt. Das hat er mir erzählt. Bitte schaut euch das an. Das ist ja wie ein Foto. Fotografisch unglaublich exakt. Du bist ein Genie. Ich bin stolz, dass ich dich kennengelernt habe. Danke, Jakob. Danke. Wunderschön. Schaut es euch an, ja? Es war ein Erlebnis mit dem Jakob, muss ich ganz ehrlich sagen.